Aber das war halt nie irgendwas mit dem Wasser, aber die Fische haben trotzdem nicht. Haben trotzdem nicht überlebt. Und dann hatte ich habe ich nur noch so Garnelen gehabt, so kleine in meinem Aquarium. Und es war dann okay. Aber es ist halt nicht das gleiche wie, es ist halt nicht das gleiche wie Fische. Und irgendwann habe ich dann das Aquarium verkauft. Ja, das ist die traurige Geschichte. Dankeschön. Weiß ich, gab aber so. Ich hätte super gern einen Hund. Aber das Ding ist, du musst halt, wenn du einen Urlaub hast oder so, musst du halt den Hund mitnehmen. Und jetzt gerade habe ich halt schon vor, so länger und weiter weg zu reisen, dass einfach Hund nicht so passend. Aber zum Beispiel, wenn bei mir in der Nähe irgendjemand wohnen würde, der einen Hund hat, ich würde voll gern so Hundesitting machen. Ups. Ein Licht. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Primark, Zara oder Gucci? Keine Ahnung, ich mag irgendwie, also Zara mag ich am liebsten, Gucci finde ich ein bisschen trash. Und Primark ist halt auch nicht so toll. Ich bin 24. Habt ihr irgendwelche Tipps, was man frühstücken kann? Was ist euer Standardfrühstück? Weil ich habe so Hunger, ich habe gerade nichts zu Hause, ich muss einkaufen gehen. Ich habe die Story vom Aquarium verpasst. Die war eigentlich gar nicht so spannend. Ich komme aus München. Müsli. Döner. Döner zum Frühstück. Oh, Porridge ist eine gute Idee. Wenn ihr Porridge macht, macht ihr es mit Wasser oder Milch? Das ist die ultimative Frage, weil ich finde es so komisch, wenn Leute das mit Wasser machen. Ein Shake. Das ist doch kein Frühstück. Haferflocken. Haferflocken mit Wasser oder Milch aufgießen. Ich finde es komisch, wenn Leute das mit Wasser machen. Himbeeren. Ist auch lecker. Ich liebe Himbeeren. Schöne Zähne, danke. Ich hatte eine Zahnspange ganz lang. Milch mit Früchten? Milch, okay. Toast, Teewurst, Kirschtomaten, Spiegelei, Käse. Ich habe so ein Ding gehabt vor so einem Jahr lang. Ungefähr ein Jahr, wo ich kein Ei gegessen habe. Ich habe Ei, so Spiegelei oder so, wenn ich es schon gerochen habe. Ich hätte wirklich was gekotzt. Weil es war so eklig. Und mittlerweile mag ich es wieder voll. Aber das war so eine Phase. Milch, Fette, Banane, Haferflocken, Honigquark. Total lustig, meine Lieblingskollegin, die hasst Banane. Und allein schon, wenn wir in der Küche sind, bei uns in der Arbeit, dann und ich esse irgendwie irgendwas mit Banane. Selbst wenn es einfach nur so ein Müsli-Riegel ist, es gibt ja diese von Corny, Schoko-Bananen-Müsli-Riegel. Ich finde die voll lecker. Und selbst wenn man das isst neben ihr, die packt es gar nicht. Die hasst Banane so sehr, diesen Geruch allein, weil sie nämlich auf einer Bananenplantage aufgewachsen ist. Das ist irgendwie für sie ganz schlimm. Bin 24. Brot oder Brötchen? Ich sag Semmel. Burger. Münchner Akzent, bitte. Danke, Eduardo.
Das Ding ist, ich kann kein Bayerisch. Meine Eltern sind beide nicht Bayer. Und ich bin zwar hier aufgewachsen. Und ich habe es auch im Kindergarten. Habe ich so ein bisschen gekonnt. Habe so ein bisschen Bayerisch gesprochen. Aber dann in der Schule haben die das einem so ausgelernt. Und dann habe ich auch nie angefangen, Bayerisch zu sprechen. Aber ich glaube, es gibt schon so ein paar Wörter, die man trotzdem sagt, die bayerisch sind, aber mir gar nicht so bewusst sind, dass es bayerisch ist. Danke! Ja, außerdem, jetzt könnt ihr es auch sehen, ne? Das sieht so gut auf den Lippen aus. Und das ist dieses Zeug. Wenn ihr eine Frau habt oder eine Freundin, dann kauft den unbedingt. Das Zeug ist so toll. Ich kann auch kein Südtirolerisch. Ich glaube, dass ich schon echt relativ hochdeutsch rede. Oh, ich bin so müde. Ich hatte gestern so einen krassen Migräneanfall. Und dann habe ich mich so ins Bett gelegt und ich hatte nicht mal Schmerztabletten und ich lag einfach nur im Bett und es war irgendwie 7 und ich bin eingeschlafen, weil ich dachte so, das Einzige, was mir jetzt hilft, ist Schlaf. Ist Schlaf und deswegen habe ich dann einfach voll früh geschlafen und dann bin ich aber in der Nacht aufgewacht. Weil ich so müde war. Nicht müde, sondern weil ich so schlecht geträumt habe. Und jetzt bin ich so müde. Danke für die Rose. Was ist eigentlich euer Lieblingslied? Kommst du gerade vom Ausgang? Siehst du da auch Sterne und Blitze? Ja, das ist so schlimm. Gestern war es richtig krass. Vor allem, ich war in der Arbeit und ich habe so gemerkt, dass ich eine Migräneattacke bekomme. Und habe halt dann schnell, weil was manchmal hilft, oder ist so ein bisschen abnimmt. Dankeschön. Ist, wenn man Koffein trinkt. Und ich selbst vertrage keinen Kaffee. Ich kriege davon ein richtig schlimmes Herzrasen. Aber ich habe dann Mate-Tee getrunken, was ja auch super viel Koffein hat. Und damit ging es ja ein bisschen besser. Aber keine Ahnung, es war dann trotzdem voll schlimm und ich musste dann zur U-Bahn laufen. Das ist ungefähr so 10 Minuten. Und dann habe ich halt so Lichtblitze bekommen. Und du hast halt dann irgendwie, ich habe das Gefühl, dass meine Sinne abstumpfen und ich dann nur noch wie so ein Roboter funktioniere. Also ich sehe da nicht so richtig und alles fühlt sich komisch an bei so einer Migräneattacke. Und ich hatte das halt genau da, wo ich zur U-Bahn gelaufen bin. Das war ein bisschen gruselig. Upsi.